Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Enderal und wir werden uns jetzt mal zur Festung der Hunderer begeben. Ich gehe mal davon aus, es ist da drüben dieser komische Turm. Wir müssen mal im Blick behalten, dass ich aber noch dieses Symbol da haben möchte. Das heißt, wir werden uns jetzt mal nach unten vorkämpfen. Ich denke mal, wir können hier einfach rübergehen, oder? Das sollte doch eigentlich ohne Probleme hier ein bisschen... Ja komm, hier rutschen wir einfach runter. Das geht doch super. Guckt euch das an. So, wie dafür gemacht ist, gehen wir einfach hier rüber und werden uns durch den Ja, doch, wir gehen hier durch. Hoffentlich ist nicht wieder so eine komische Matronen-Tante hier. Lebendige Holzdame. Und jetzt gehen wir mal einfach hier hoch und, Oh. Das ist da hinten, ist das ein Troll? Ich erwarte nicht, dass hier irgendwie noch friedliche Leute rumlaufen. Also, Oh, ich glaube, Vatyr ist das da hinten, okay. Wenn ich den da hinten erwischen könnte. Achtung, Achtung, Achtung! Okay, das war leider überhaupt nichts. So, Vatyr getroffen. Aber irgendwie habe ich kein Lebensmittel. Oh, das ist Vatyr für. Alter Schwede! Der hält einiges aus. Okay, okay. Wir machen das ganz clever. Ja, das ist natürlich die normale Taktik eines Profi-Bogenschützen. Wir nehmen die Umgebung und machen uns die Umgebung zu eigen. Und das ist jetzt kein Bug oder so. Oder der Gegner hängt auch nicht fest. Das ist ganz einfach, weil wir gelernt haben, die Umgebung zu nutzen. Ne? Und ja, dann... Ich glaube, es hackt. Ich will einfach weglaufen. Wow, fuck. Okay, okay. Komm her, komm her. Nicht so bewegen, nicht so schnell bewegen. Alter, was ist... Die sind aber auch schnell. Okay, wartet. Ich muss jetzt mal gucken. Kann ich ein bisschen verarschen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Den hätte ich auch treffen müssen. Okay, dann muss ich jetzt die Chance nutzen. Eins. Oh, komm. Drei. Oh, und es dürfte weg. Okay, die Vatyren hier in der Wildnis sind scheinbar ein bisschen stärker als die in dieser komischen Unterstadt. Gott, habe ich viele Pfeile verbraucht. Wie viele habe ich denn jetzt noch? 97, okay, gut. Wir sind noch im Plusbereich. Nehmen wir die Stahlpfeile wieder. Ja, doch direkt mal ein paar Groschen, das ist ganz cool. So. Und dann hauen wir uns einen Trank rein, würde ich sagen. Einer von den einfachen, der dürfte uns noch ausreichen. Ich weiß nicht, noch ein bisschen. Na, da geht doch noch was. Komm, wir nehmen noch einen Trank. Denn wenn wir uns jetzt reinbegeben in diese Feste, dann gehe ich davon aus, dass wir da einiges Gegner noch haben. Ein Ambrosia noch, damit das wieder sinkt. Ist auf 1% gesunken. Sehr gut. So, und wir haben gesehen, dass die also sich hier bekämpfen. Oh, nee, warte mal. Ach, das ist doch die Tante, die wir befreit haben. Die mich eigentlich verarschen? Okay, das ist gar nicht so einfach. Okay, wir laden nochmal ganz kurz den Spielstand, dann muss ich überlegen. Vielleicht umgehen wir auch einfach die... Aber es gibt eigentlich auch keinen Sinn, die zu umgehen, denn... Tante muss ja eigentlich auch in Ark ankommen und wir müssen die irgendwie ausschalten, aber wir machen auch keinen Schaden an denen. Guck mal ganz kurz, gibt es hier irgendeinen Ort, auf dem wir uns draufstellen können? Wenn wir uns hier hochbegeben könnten. Kommen wir hier hoch? Ne, da komme ich nicht hoch. Einfach irgendeine Stelle, von der ich angreifen kann und sie können mich nicht angreifen. Das wäre genau das, worauf es ankommt. Ich könnte mich vermutlich sogar aufs Zelt stellen, weiß noch nicht. Vielleicht kommen wir hier irgendwie hoch. Ich hänge hier ein bisschen fest. Ah, vielleicht können wir das nutzen. Guck mal, wenn wir uns hier einfach hochbacken, ein bisschen... Ah, sehr gut. Das Problem ist jetzt, ich müsste die irgendwie zu mir locken. Guck mal, vielleicht treffe ich irgendwas. Nee. Da kommt doch was, oder? Kommt. Traut euch. Oh, ich habe zwei rote Symbole. Wenn ich Glück habe,
Das Problem ist natürlich, die KI merkt auch, wenn sie mich erreichen kann oder eben nicht erreichen kann. Das heißt, sie wird jetzt auch gar nicht so nah kommen, weil sie eben ganz, ganz genau weiß, dass ich kein Ziel bin für einen Angriff. Aber ich glaube, das wird nichts hier, oder? Mal ganz kurz. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Okay, warte mal, komme ich irgendwie da drüben drauf? Okay, das könnte hier so eine Stelle sein. Das habe ich gesagt, das ist gar keine Stelle. Lauf! Ha! Perfekt. Okay. Okay, jetzt haben wir schon mal einen hier hingeführt, das ist ganz gut. Der bleibt nicht hängen, das ist ein bisschen schade. Komm. Nein, du läufst wieder rein in den Baum. Nein! Ich hätte eine Falle entdeckt. Ah, komm. Hier ins Bein geschossen. Verdammt, jetzt läuft er weg. Also die KI ist echt nicht ohne, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen überrascht, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die da so sogar weglaufen. Das funktioniert auch schon mal nicht jetzt. Aha, wie lösen wir das Problem? Hier so ein Standard. Komm, wir nehmen mal so einen normalen. 22 Lebensenergien, das sind 15. Wir nehmen mal so einen großen. Die scheinen hier zu kommen, obwohl ich hier noch gar nicht angreifbar. Ah, vielleicht muss ich einfach so stehen. Okay, das geht schon mal. So werden wir es machen. Ist jetzt zwar eine richtig schiebige Art, das Ding hier zu schaffen, aber ist einfach im Moment, will ich nur in diese Feste rein, aber diese Türen, die stehen eben komplett davor und ich komme, ohne die zu töten, einfach nicht da in die Feste rein, also muss ich ein bisschen cheaten. Ich gebe aber auch einen Haufen Erfahrungspunkte. So, und... So, das war's, sehr gut. Okidoki, dann haben wir aber trotzdem noch ein Ziel. Und wir wissen ja, vorhin hat uns auch einer noch getötet am Ende. Vielleicht kriegen wir es hin, den einen jetzt ein bisschen... Also am besten ist einfach ein Treffer zu landen aus der Tarnung heraus, um den maximalen Schaden zu fahren. Die Frage ist, kriegen wir das auch hin? Warte mal, sie lebt noch? Da, ich hab's gewusst. Okay, komm doch direkt. Komm, lauf. Komm, lauf hoch! Scheiße! Okay, ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich muss es jetzt hier hochschaffen. Oder ich bin tot. Nein, ich will nicht sterben! Gibt's doch nicht. Ich sterbe wieder. Oh nee, okay, gut, wir haben uns gerettet. Tja, Vollblase, wie schaffe ich es, dich auszuschalten? Wusste doch, einer ist da noch. Der greift aber nicht sie an, sondern uns. Guckt euch dieses Schwein an, wie der da steht und wartet. Kommt er wieder raus? Wir müssen es einfach so machen. Eine schiebige Art und Weise, einen Kampf zu gewinnen. Ich treffe nicht mal. Ich irgendwie darüber komme. Komm jetzt, zeig dich. Also ich muss sagen, die KI ist echt nicht ohne. Also gerade, dass die KI sogar auf Fernkämpfer entsprechend reagiert, finde ich echt stark. Oh Scheiße. Ich würde es gerne mal probieren, auf dieses Zelt zu kommen. Gibt's doch gar nicht! Ich sehe ihn nicht, aber ich glaube, wir treffen ihn. Komm jetzt! Gott verdammt, ey, das ist aber auch eine Tortur gewesen. Okay, sehr, sehr gut. Wir haben uns sehr, sehr clever angestellt, würde ich sagen. Es war ein sehr spannender Kampf. Jetzt hoffe ich mal, dass die Tante hier im Leben bleibt. Fräulein. Bist du weitergelaufen? Ja, die ist scheinbar weitergelaufen. Okay, sehr gut. Alter Schwede, okay, hier ist also sonst nichts zu holen. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch hier die Türen einen kleinen Schatz bewacht. Kann natürlich auch sein. Wir werden nochmal ganz kurz hier links gucken.
Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Ich gehe mal nicht davon aus, dass es hier wirklich... Wegestreuen durch des Arkanzorns. Okay, der sieht ganz geil aus. Den nehmen wir mal mit. Weinkiste bringt uns eigentlich nichts. So, noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Da ist nichts. Hier auch nicht. Hier ist auch nichts. Oh, sehr gut. Hier können wir noch ein bisschen unser Talent steigern. Das sieht nicht gut aus. Das sieht auch nicht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Super. Was ist das denn? Corundum-Erz. Okay. Assassinenschuhe sind natürlich ziemlich geil, denn wir haben jetzt... Wir sind scheinbar gerade auf dem Trip, irgendwie die Assassinen-Ausrüstung komplett zu finden. Das heißt, wir haben jetzt schon die Kapuze. Ja gut, ach, jetzt ist der Set-Bonus weg. Ist natürlich ein bisschen... Da wir den aber eigentlich eh nie benutzt haben, ist es gar kein Problem. Ich habe schon wieder an Vatüren gehört. Ich werde das mal hier speichern. Also ich muss sagen, die Vatüren machen mir bisher am meisten Angst. Die sind stark, die sind effektiv und schnell, weichen aus, verstecken sich. Wow, und das hat einfach nichts gebracht. Die haben nicht einen einzigen Schatz hier irgendwo, den sie bewachen oder so. Gut, wir gehen mal hoch. Ich will noch dieses Symbol mir holen. Was ist das denn schon wieder? Ja, na sicherlich. Okay, ich glaube, dieses Levelgebiet ist nicht für mich gemacht. Ich sollte nicht hier sein. Okay, wir sterben gegen die Spinne. Denn ich kann meine Dodge-Mechanik komplett ausspielen. Je näher sie kommt, desto schwieriger wird es natürlich mit dem Ausweichen. Ich darf auf jeden Fall nicht in den Nahkampf gehen. Nein! Okay. Das war wohl ernsthaft und ich steige eine Stufe auf. Sehr starke Leistung. Gut. Gut, dass ich gespeichert habe. Ihr seht schon mal, also Enderal verzeiht keine Fehler und wir spielen hier wirklich auf einem sehr, sehr leichten Schwierigkeitsgrad. Ich hatte erwartet, dass es ein bisschen leichter ist. Ich meine, gut, die Quest ist mit so 3 Sternchen gekennzeichnet. Das bedeutet für uns natürlich, wir sind vermutlich noch underleveled, aber ja, ich habe nicht erwartet, dass wir hier irgendwie so Probleme bekommen. Noch ein bisschen Ambrosia reingehauen und dann sind wir bereit. Ich will die jetzt aber eigentlich töten. Wenn wir dann Level aufsteigen, dann will ich die jetzt erledigen. Also... Eins muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob es auf dem Level liegt, aber ich bin auch jetzt viel leichter entdeckt worden von den Vatüren und auch von der Spinne. Ich gehe also davon aus, dass es auch ein bisschen vom Level abhängt, inwieweit man eine Chance hat, unentdeckt zu bleiben. Kritischer Treffer, sehr gut. Komm, kriegen wir noch einen hin. So. Aber eine Spinne kommt selten allein, gell, wenn man ehrlich ist. Da hinten. Die haben aber auch alle eine Sichtweite, das ist... Och nee, komm. Und ich sag's auch noch. Ah, es ist doch nicht zu fassen. Was ist denn los mit euch? Boah, warum kommen die denn so nah? Junge! Ich darf nur nicht vom Gift getroffen werden. Alles nur nicht vom Gift getroffen werden. Und noch einer. Sehr gut. So, perfekt, dann haben wir die auch weg. Und jetzt muss ich wirklich mal ein bisschen an diesen Pfeilen sparen. Das ist einfach eine riesige Verschwendung. Habe ich noch 80 Pfeile. Müssen jetzt mal auf die Stahlpfeile zurückgreifen. So, jetzt reicht's hier. Gib mir... Oh, 4... Wow, 4 Pfeile zurückbekommen ist auch relativ selten, würde ich sagen. Guck ich gerade. Ich glaube, hier hinten... Also hier war irgendwo oben das Symbol auf jeden Fall. Das müssen wir uns natürlich noch gönnen. Das heißt... Gehen wir hier gucken. Genau, hier müsste es eigentlich... Ja, warte mal. Da oben, da standen wir. Und hier ist doch so ein... Ah, seht ihr, ich habe es richtig gesehen. Sehr gut, das haben wir auf jeden Fall entdeckt. Das freut mich. Gut, dann ist hier der östliche Kanonenwall. Und jetzt können wir eigentlich auch in die Feste gehen. Unten ist zwar auch ein Eingang, aber ich gehe mal... Da ist schon wieder ein Gegner irgendwo. Okay, oben. Es scheint einfach ein... Ah, er ist scheinbar ganz oben. Hier einfach ein Wachposten. Ich will mal ganz kurz schauen, ob wir den jetzt vielleicht sogar schon erledigen können von hier unten. Aber das sieht nicht so aus. Wir warten mal ganz kurz, ob der nochmal vorkommt. Wenn ja... Ne, okay. Sehr gut. Dann gehen wir einfach mal rein. Ich sollte auch langsam mal doch vielleicht auch im Nahkampf mit den Dolchen spielen. Aber ich bin einfach so ein Fan von dem Bogenschießen. Wow, und ich kann nur von unten rein. Gut, dann wissen wir Bescheid. Hat sich das also gar nicht gelohnt, die Spinnen zu töten. Aber immerhin haben wir das Symbol aufgedeckt. Oder haben wir das Symbol gefunden. Also einen kleinen Vorteil hat es auf jeden Fall. So. Und dann gehen wir mal rein in die Feste. Und
eigentlich ist ja nur noch der Plan, dass wir von dem Centurio-Bauteil da dieses die Steuereinheit kriegen. Gut, das heißt, wir werden hier ein bisschen jetzt auf geheimnisvoller Schütze gehen. Das, was ich am besten kann. Also ich denke, ich kann es am besten. Gut, hier ist eine Gittertür. Da kann man auch direkt hochsteigen. Oder was? Ja. Oh. Ah, Aeterna-Helm, okay. Ein Dorf in Aufruhr. Können wir schon mal lesen. Es scheint einfach nur wieder irgendeine Geschichte zu sein. Das gönne ich mir jetzt mal nicht. So. Ich höre die ersten Stimmen hier unten. Wir gehen dann später auf den Turm hoch. Immer dieselbe Scheiße. Das ist natürlich die Frage. Wen schalten wir zuerst aus? Okay, wir haben keinen direkt getötet. Was mich sogar ein bisschen wundert, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, wir kriegen direkt einen Kill hin. Aber die One-Shot-Zeit scheint ein bisschen vorbei zu sein. Ich war mal stärker, habe ich das Gefühl. So, da ist auf jeden Fall der Kill. Da ist der nächste Kill. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, denn wir sind entdeckt worden und wir haben einen Marodeur, der ziemlich schnell kämpft. Der also ein Nahkämpfer ist. Oh, scheiße. So, das heißt, wir gehen jetzt auch mal auf die... Und so funktioniert das auf jeden Fall schon mal gar nicht. Also wir kiten mal ein bisschen. Aber jetzt wird es natürlich kritisch. Jetzt wird es richtig kritisch. Das heißt, wir werden uns jetzt noch schnell einen Vernebelungstrank reinhauen und hoffen, dass wir diesen Kampf überleben. Man muss auf jeden Fall irgendwie dran arbeiten. So langsam funktioniert diese Taktik gar nicht mehr. Oder ich bin wirklich für dieses Level einfach gerade nicht ausgestattet. Und sollte mir verdammt nochmal... ein anderes Hobby suchen. Lebenstrank. Wir brauchen... Ja, ich muss hier mal... Ja, das kann ich sehen. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber hey, muss ich auch mal immer was gönnen. Als Held, ne? So. Gut, wir haben hier einen noch ausgeschaltet. Der hatte, glaube ich, auch Assassinenzeug an. Gucken wir mal. Nee. War leider doch kein Assassinenzeug. Schade. Die Vagabundin hatte noch ein Stahlfeld drin. Okay, gucken wir mal hier. Ich sollte hier wirklich nicht sein, glaube ich. Ich glaube, das Gebiet ist einfach nicht dafür gemacht. Okay, hier haben wir noch einen neuen Trank. Das kann man nicht aufheben. Da, Wegestreuenfall, 40 Stück. Sehr geil, okay, perfekt. Bananen gibt es hier sogar. Das ist exotisch. Also, soweit ich das hier zumindest sehe. Jetzt natürlich die Frage, ist das hier vielleicht sogar ein Gang mit Fallen? Müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Irgendwie das Gefühl... Okay, das ist ganz einfach nur der Wehrgang hier. Okay, gut. Was zum? Wo ist der Hilfe? Scheiße. Moment mal. Da ist wer. Okay, das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig dumm. Ich habe den Durchgang gar nicht gesehen. Jetzt will ich weglaufen. Sehr gut. Ich würde gerne einfach nochmal... Ich möchte es gerne mal probieren, wie viel Schaden ich wirklich mache, wenn ich aus den Schatten angreife. Weil bisher bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich weiß eben nicht, was die eigentlich für ein Level haben. Aber definitiv ist das nicht mehr das Level, gegen das ich zuvor gespielt habe. Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich. Okay, und das war natürlich die mega Breitseite. Ich werde jetzt hier einfach nochmal auf die Dingenspfeile gehen, auf die... Wie heißen die eigentlich nochmal? Die Wegestreuenpfeile, genau. Jetzt haben wir auch wieder 124. Ich muss vielleicht einfach damit ein bisschen mehr spielen. Ich scheine mit den normalen Pfeilen hier nicht mehr wirklich viel erreichen zu können. So. Das heißt, ich gehe jetzt mal im Schleichmodus. Ja, heute... Ja, der One-Shotter ist bei dieser Mission ein bisschen überholt, habe ich das Gefühl. Den ernsthaft nicht getroffen? Den ersten Pfeil habe ich nicht getroffen. Das ist echt traurig. So, der war wichtig. Der war auch ziemlich wichtig. Aber das Gute ist jetzt auf die Reichweite.
kann er uns eigentlich nicht treffen, weil seine Projektile viel länger fliegen als unsere. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Komm, 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 zeig dich. Ah, ah, ah. Hab dich gleich, Freund. Zeig dich, zeig dich. So, das Problem ist, dass der ganze Typ brennt und ich ihn deshalb nur schwer sehe. Komm. Das war ein guter Treffer. Das war auch ein sehr guter Treffer und das ist er doch jetzt schon, komm. Okay, und das war's dann soweit. Alter Schwede, ey, was ist denn hier los? Ich sollte hier wirklich rausgehen. Ich muss hier einfach raus. Das können wir ganz kurz ein bisschen schneller laufen. Den haben wir auf jeden Fall gut erwischt. Ich weiß auch nach wie vor nicht, vielleicht kann mich da jemand aufklären, ob es denn eigentlich einen Unterschied macht, ob ich die nun in den Kopf treffe, wohin ich die auch immer treffe, ob das irgendwas bringt. So, ich guck mal, vielleicht ist hier noch irgendwas essen, was mir ein bisschen Leben bringt. Gucken wir mal ganz kurz. Typ. Die Verbrauchsgegenstände hier, genau. 4 Punkte Lebensenergie hier. Langfristige Lebensregeneration. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, okay, ich regeneriere ein bisschen. Dann müsste ja hier jetzt die Steuereinheit irgendwo liegen. Oder die ist wirklich ganz oben auf dem... Ah, warum sollte die ganz oben auf dem Turm liegen? Das wäre komisch. Und ich nehme mal mit. Wir nehmen Whisperzunge mit. Und wir haben einen Schlüssel. Damit kommen wir sicher dann... Ja, damit kommen wir oben rein, mit Sicherheit. Bananenschnaps klingt auch immer gut. Einen Groschen nehmen wir mit. Ein Stärketrank. Oh, Stärketrank kann man vielleicht auch mal benutzen, bevor man kämpft. Beim nächsten Mal. Ja, Sternlingsfeil ist immer gut. Geschicklichkeitstrank. Assassinenschuhe haben wir schon. So. Dann können wir hier eigentlich auch raus und gehen jetzt einfach zurück in dieses Gebiet. Ich mache mal ganz kurz einen Speicherpunkt, um jetzt meine Karte aufzurufen. Ihr kennt das Problem bei mir. Gelegentlich stürzt es dann ab. Und ja, wir müssen scheinbar wirklich die Leiter nehmen. Und wären sicher oben gar nicht weitergekommen, wenn wir den Schlüssel nicht gehabt hätten. Also gehen wir einfach mal hoch. Und hoffentlich ist da jetzt nicht direkt der Gegner, den wir dann beim ersten Mal gesehen haben vorhin. So, gucken wir mal. Ich höre auf jeden Fall Schritte. Es ist auf jeden Fall auch einer hier draußen. Auf dem Wehrgang. Muss mal gucken, ob ich den... Oh Scheiße, das ist so... Oh nee, oh nee, oh nee. Nee, nee, nee. Steuereinheit. Ganz easy. Kann ich hier von... Kann ich hier auch irgendwo ganz oben noch was mir abholen? Oh ja, hier eine Truhe. Ach, Expertentruhe kann ich eh nicht aufmachen. Cool. Ihr meint das Herz, was? Na schön. Elende Ratte. Okay, los, 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 los. Alter Schwede, was? Ja, okay, okay, cool, cool. Kann ich, ich muss auf jeden Fall diesen langen Weg zurückgehen. Scheiße, scheiße, das kriegt richtig aufs Gesicht. Okay. Ich gehöre hier auf jeden Fall nicht hin, das weiß ich. Ja, als ob. Das gibt's doch nicht. Der Dreckskerl war doch eben noch da. Gut, okay. Das funktioniert schon mal nicht. Das heißt, wir werden jetzt eins machen. Ja, ist ja okay. Wir schleichen uns einfach hoch, holen uns die Steuereinheit und hauen sofort ab. Ohne große Umschweife, weil das ist gerade echt nicht mein Gebiet. Der Typ, dieser Named-Gegner hier, den könnte man eigentlich auch irgendwann mal ausschalten, aber ich bin zurzeit einfach nicht dafür gemacht, vom Level her. Oh Gott, ey. Das ist aber gerade echt anstrengend. Ich glaube aber, die... ich konnte ganz hoch, war die Truhe, aber wir gehen direkt... Lauf, 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 lauf. So, ich würde gerne hier... Die Groschen gönne ich mir trotzdem, ne? Okay, perfekt. Und jetzt muss ich direkt laufen. Das Problem ist, du ziehst bei den Spielen immer die Gegner ganz einfach mit in das nächste Gebiet rein. Egal, wie weit sie dir eigentlich im Rücken waren. Was oftmals einfach
zu einem Problem führt. Wie hier zum Beispiel, krieg ich einfach direkt aus dem Ladebildschirm aufs Gesicht. So, ich frage mich gerade, ob ich hier auch einfach entkommen kann. Der Punkt ist ja, da war ja auch ein Bogenschütze dabei. Nämlich, der darf nicht hier hochkommen, ne? Die töten mich mit 1-2 Schlägen. Alter, komm jetzt! Treff die, ich treff die. Ach, der eine Vagabund, der auch mit dem Bogen schießt, ist auch direkt hier. So, perfekt, den einen haben wir weg. Jetzt holen wir uns nochmal, ich würde sagen, 2 Krustenbrote rein. Aber das hat nicht wirklich viel gebracht jetzt. Ich sehe den einen Bogenschütze nicht. Der muss da unten im Baum stehen. Der steht da irgendwo links. So, die ist tot, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch unseren Helden hier. Der sich ein einziges Mal treffen darf. Hurensohn, Elender! Das wirst du bereuen! So, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Gecheate, ne? Jetzt werden sich wieder die Leute aufregen. Döden! Spielst du gar nicht ernsthaft das Spiel? Aber es ist einfach gerade. Ich hasse es, wenn ich irgendein Gebiet verlasse und kann das nicht komplett ausreizen bis zum letzten. Und ja, was wir jetzt machen, ist hier Zielschießen. Ich glaube aber, der Kopftreffer bringt nicht wirklich mehr Schaden. Also uns hier aber sparen können, sind eigentlich die wegestreuen Pfeile. Machen die nicht, die machen irgendwie auch genauso viel Schaden gefühlt, also. Okay, damit sind wir hier, würde ich sagen, durch. Ah, Aternastiefel haben sogar hier die, das sind diese ganz, ja, das sind die schweren. Ah, die scheinen auch. Wir nehmen die mal ganz kurz mit und, ach, hier guckt sich das Ding an, Hülle der Gefallenen. Das Ding wird uns, genau, wird uns zu schwer machen, das macht aber nichts, denn was wir jetzt machen, ist erstmal was abzulegen in ihn rein, denn wir haben wirklich selbst auch viel zu viel dabei. Hier zum Beispiel die Sternlingshelme, sind aber viel wert, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns, na, wollen wir uns das, bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt dann machen. Stiefel des Tribunals zum Beispiel sind auch leichte Stiefel. Interessant. Haben wir vielleicht hingegen noch Waffen, die wir ablegen können? Guckt mal, wir haben noch auch ziemlich viel Müll. Silber-Stahl-Kriegsachs zum Beispiel. Ist zwar auch ziemlich viel wert, aber hier zum Beispiel eine 131, den legen wir mal ab. Ach. Die müssen wir ablegen. Wir legen ab den... das ist schwer. Wegeskriegsachs kann man auch ablegen. So, dann sind wir schon mal ganz gut dabei. Gut, regenerieren jetzt... Ah, wir regenerieren nur das Leben durch die Krustenbrote. Wenn wir außerhalb des Kampfes sind, sehe ich das richtig. Bin ich auch ein bisschen ärgerlich. Die Stahlpfeile nehmen wir mit, die wegestreuen Pfeile nehmen wir mit und hier, der ist damit durch und der eine ist, glaube ich, hier oben noch gestorben. Und genau, hier der hat Stahlpfeile gehabt und damit sind wir hier auch fertig. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich zurück zu dem Turm, zu dem, na, wo ist er denn? Genau, zum Myradenturm und dann können wir eigentlich auch direkt zurückfliegen. Wir haben ja hier eigentlich alles erledigt. Das Problem ist zwar nach wie vor, wir haben... Ach nee, wartet mal. Eins wollte ich doch nochmal ausprobieren. Und zwar, wo wir hinkommen, wenn wir in diese eine Tür reingehen. Gott, diese Folge, ey. Ich muss wirklich aufpassen. Ich werde erstmal alle Quests machen, die wirklich 1 und 2 Sterne haben. 3 Sterne ist wohl doch ein Zeichen dafür, dass man einfach nicht das richtige Level hat. Gut, und hier war ja jetzt noch die Tür, die wir aufmachen können. Und das ist ja eigentlich ein Zwischengebiet, was wir nicht erreicht haben mit der Leiter. Bin ich mal gespannt. Ach was, hier ist noch eine Truhe. Wegen einer Truhe machen wir das Ding auf. Okay. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Dann... Nee, das war auch nichts.
Na komm, das war auf jeden Fall der richtige Winkel. Genau, und das ist auch die Truhe. Und wir kriegen 67 Groschen für diesen kleinen Exkurs nochmal. Hm, geht eigentlich. Auch sehr schön gemacht, das Problem gelöst. Und wir gehen jetzt noch zurück zu dem Myradenturm, fliegen zurück nach Ark und sind damit bei dieser kleinen Questreihe hoffentlich durch. Ich weiß nicht, was der Typ denn noch von uns möchte. Er will ja seinen neuen Körper dann vermutlich gleich auch besteigen. Oder einsteigen in seine Maschine. Guck ich mal, kann ich zu dem Myradenturm hier durch einfach? Durchs Wasser? Aber wir haben es ja schon mal gehabt, die Stromschnellen in Enderer sind doch wirklich Stromschnellen und ziehen ja einfach mit. Wir werden nochmal ganz kurz zum Ende der Folge hier rechts lang gehen. Da sehe ich so eine komische Säule stehen. Ich weiß nicht, was die macht, aber vielleicht ist es ja was... Ah, das ist auch nochmal irgendein Durchgang. Okay, das scheint auch nichts Wichtiges zu sein. Ja, dann gehen wir mal rüber zum Myradenturm. Und fliegen mit dem Herrn zurück. 25 Groschen für nichts wieder ausgeben. Jawohl. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Enderal. Macht's gut und bis dahin.